Jetzt hoffe ich, dass ihr, dass sie das sehen. Klicke teilnehmenden klein. Gut, dann geht es mal los. Ja, die politische Einleitung hattet ihr jetzt eigentlich gerade schon gegeben. Ich möchte trotzdem ganz kurz damit anfangen mit der Frage, warum beschäftigen wir uns eigentlich jetzt wieder mit sozialer Verteidigung? Weil, wie ja eben auch schon gesagt worden ist, das Konzept ist eigentlich so bis Ende der 80er Jahre entwickelt worden, intensiv daran gearbeitet worden und danach war es aber eigentlich eher still. Meine Organisation, der Bund für soziale Verteidigung, die gegründet wurde, um soziale Verteidigung voranzubringen, hat selber auch, also wir haben in den letzten 20 Jahren uns sehr viel mit Themen wie gewaltfreie Intervention, Eingreifen in Konflikte andererorts und so weiter beschäftigt, aber mit sozialer Verteidigung eigentlich nur gelegentlich und zwar da 3 Tagungen oder Fachgesprächen. Und so uns wurde sogar immer wieder die Frage gestellt, wollte ich nicht endlich mal umbenennen, weil soziale Verteidigung interessiert doch keinen mehr. Leider, muss ich sagen, ist das inzwischen anders und ich scheue mich zwar immer von diesem Wort der Zeitenwende zu folgen und davon zu sprechen, aber die Sicherheitssituation hat sich ganz gewiss natürlich also sehr verändert mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, einfach weil dieser Krieg nicht nur in dem Land dort schrecklich ist, sondern auch uns alle einen dritten Weltkrieg näher bringt. Wir erleben die Aufrüstung in Europa, die Stationierung von Truppen nahe der Grenzen zu Russland, auch einschließlich deutscher Truppen. Wir haben immer wieder neue Rüstungsvorhaben, die geplant und wofür sehr viel Geld ausgegeben wird. Wir haben das Thema der Atomwaffen, der Aufrüstung und deren Modernisierung. Wir haben neue Waffentypen, man denke an auch die Eurodrohne, das Thema der Hyperschallraketen, neues Kampfsystem FCAS, autonome Waffen, die entwickelt werden und so weiter. Und nicht genug, auch wenn wir jetzt im Moment alle nach Osteuropa schauen, die Spannungen zwischen China, NATO und den USA und den anderen Anrainerländern in Südostasien sind auch noch da. Vor dem Krieg in der Ukraine sah es ja eher so aus, als ob das Hauptspannungsfeld sein könnte, was uns auch einen Krieg näher bringen könnte. Die Weltuntergangsuhr, die Doomsday Clock, die seit 30 oder 40 Jahren von dem Bulletin of the Atomic Scientists herausgegeben wird, die war im Januar erneut auf 100 Sekunden vor Mitternacht gestellt worden. Das war so vor Beginn des Krieges in der Ukraine. Ich bin sicher, dass sie nächstes Jahr noch weiter an die Mitternacht herangerückt ist. In meinem Vortrag soll es darum gehen, um das Thema Alternativen zum Thema Militär und Rüstung, und zwar der alternative soziale Verteidigung. Das ist natürlich nicht alles, wenn wir reden über Krieg und Konflikt und was man dagegen tun kann, ist Verteidigung nur eines der Konzepte. Wir haben generell den ganzen großen Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung von Verhandlung, Vermittlung bis andere Ansätze der Gewaltbeendigung, Versöhnungsarbeit und so weiter. Und wir haben auch das Thema den Schutz von Zivilbevölkerung vor Gewalt, wo es die gewaltfreie Alternative des zivilen Peacekeeping gibt. Das glaube ich auch die einen oder anderen von euch wahrscheinlich schon mal auch von uns gehört haben. Heute geht es aber tatsächlich um Verteidigung und um soziale Verteidigung. Was ist das? Soziale Verteidigung mit einer Definition anzufangen, ist die gewaltfreie aktive Verteidigung eines Volkes gegen einen militärischen Angriff von außen oder einen Staatsstreich von Putschisten. Das ist eine enge Definition. Es hat lange auch eine Diskussion darum gegeben, wie weit man diese Definition auch ausweiten sollte auf andere Szenarien. Bewusst, auch da wir jetzt angesichts auch des Krieges in der Ukraine über dieses Thema wieder reden, benutze ich diese herkömmliche enge Definition. Soziale Verteidigung beruht auf den Prinzipien und Methoden der gewaltfreien Aktion bzw. des zivilen Widerstands. Und Gewaltfreiheit, und das ist ganz wichtig, ist ein aktives und kreatives Handeln. Martin Luther King sprach von einem dritten Weg, und zwar zwischen der Hinnahme von Unrecht und der Anwendung von Gewalt. Also es geht letztendlich um einen Begriff aus einem Treffen aufzugreifen zur sozialen Verteidigung, das am letzten Wochenende stattgefunden hat. Es geht letztendlich um so etwas wie Wehrhaftigkeit, aber Wehrhaftigkeit nicht mit Waffengewalt, sondern
Wehrhaftigkeit im Sinne des aktiven gewaltfreien Widerstands. Das Konzept der sozialen Verteidigung ist in verschiedenen Stufen entwickelt worden. Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber ich möchte es trotzdem betonen, dass es schon die ersten Ideen und Konzepte vor dem Ersten Weltkrieg gab und in der Zwischenkriegszeit, zum Beispiel der niederländische Pazifist Bate Licht, der da oben rechts im Foto zu sehen ist. Gandhi hat auch solche Ideen in verschiedenen Artikeln immer wieder vorgebracht. Das moderne Konzept wurde seit dem Ende der 50er Jahre entwickelt, und zwar ging es da, oder der entwickelt wurde es angesichts der Zum Erkenntnis, Beispiel dass. der niederländische Pazifist Bate Licht, der da Ups. oben. Okay, das war jetzt gerade offenbar die Aufzeichnung. Entschuldigung. Ich hoffe, dass Birgitta das gestoppt hat. Der Anlass oder der Grund, warum man sich damit beschäftigte, war die Erkenntnis, dass angesichts der Atomwaffen, und man hat ja 1945 gesehen, welche verheerende Wirkung diese Atomwaffen haben in Hiroshima und Nagasaki, dass ein moderner Krieg nicht mehr führbar ist, vor allem also ein Krieg zwischen den Blöcken, West und Ost, zu der Zeit war ja das Hauptbedrohungsszenario. Jede Seite hatte Angst vor dem anderen, jeder rüstete gegen den anderen auf. Und die Gefahr war sehr groß, dass es tatsächlich zu einem Dritten Weltkrieg kommen könnte, was man versuchte durch massive Abschreckung zu verhindern. Aber es wurde gesagt, was ist, wenn diese Abschreckung versagt, wenn es zum Krieg kommt? Das geht nicht. Wir brauchen eine Alternative, die ohne Waffen auskommt. Sie sehen hier so ein paar Namen, einfach, ich will die jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, von Leuten, die daran gearbeitet haben. In Klammern, es gab relativ wenig Frauen, die daran gearbeitet haben. Dementsprechend sind auch eher feministische Aspekte vielleicht in Konzeptionalisierung etwas unterentwickelt. April Carter war eine aus der ersten Generation, und Barbara Müller, die auch, glaube ich, einige von euch kennen, ist eine Historikerin, die über den Ruhrkampf promoviert hat und also hier in Deutschland zusammen mit Theodor Ebert, der da rechts oder links neben ihr zu sehen ist, diejenigen, die es hier in Deutschland vorangebracht haben. Es wurde dann erweitert, das Konzept auf andere Szenarien, so seit den späten 80er Jahren. Putsche, Theodor Ebert machte sich Sorgen damals darum, was passiert, wenn eine rot-grüne Regierung, das klingt heute sehr naiv, aber eine rot-grüne Regierung einen grundsätzlichen Wandel der Gesellschaft anstößt und dann konservative Kräfte sich dagegen zur Wehr setzen. Andere argumentierten noch viel breiter, dass man also soziale Verteidigung für alle möglichen Formen des gesellschaftlichen Widerstands brauchen würde. Nach 91, wie gesagt, schon am Anfang wurde es eher still. Und so ein Revival des Interesses haben wir eigentlich so nach 2014 angemerkt, also besonders jetzt natürlich seit dem Ukraine-Krieg 1922. Das sind nur einfach mal so drei Bücher von vielen. Es gibt einige Organisationen, die an zivilem Widerstand beziehungsweise sozialer Verteidigung arbeiten. Es benutzen nicht alle, muss man auch gleich dazu sagen, gerade bei den neueren Studien, den Begriff der sozialen Verteidigung. Einige tun es, andere sprechen von zivilem Widerstand, von gewaltfreiem Widerstand oder ein Dutzend anderer Begriffe. Das eine ist das International Center for Nonviolent Conflict. Das ist eine internationale, in den USA sitzende Organisation, die sehr viel publiziert hat. Es gibt in Serbien die Organisation Canvas, die entstanden ist nach dem erfolgreichen gewaltfreien Sturz von Milosevic in Serbien im Jahr 2000. Und Gene Sharp, der so einer der Altväter und Vordenker des Konzepts der sozialen Verteidigung ist, hatte das Albert Einstein Institution gegründet. Gene Sharp ist ja vor einigen Jahren verstorben, aber seine Einrichtung arbeitet weiter, arbeitet auch eng mit dem ICNC zusammen, und auf deren Webseite findet man auch einiges an interessanten Quellen, vor allem allerdings in englischer Sprache. Es gibt unheimlich, also
Der Titel der Veranstaltung war ja Ohne Waffen, aber nicht wehrlos. Und es gibt einfach unheimlich viele Beispiele für erfolgreichen gewaltfreien Widerstand, selbst unter den allerschwierigsten Bedingungen wie der Nazi-Herrschaft und zwei Weltkriegen. Wir haben also ein französischer Historiker, Jacques Semelin, hat einiges zusammengestellt. Andere haben da auch noch dran gearbeitet. Um nur zwei kurze Beispiele zu geben, in Norwegen haben sich Lehrer erfolgreich dagegen gewehrt, dass ein Schulcurriculum oder Rahmenrichtlinien des Schulunterrichts von den Nazis zu übernehmen. Mehrere tausend von ihnen wurden eingesperrt. Sie haben sich trotzdem weiter geweigert und am Ende mussten die Nazis nachgeben und der Schulunterricht wurde mit dem alten Curriculum weitergeführt. In Bulgarien haben Das ist ein anderes sehr beeindruckendes Beispiel, hat die orthodoxe Kirche durch ihren Protest und Widerstand dafür gesorgt, dass Juden in dem Land nicht deportiert wurden, nicht verfolgt wurden. Bulgarien war das einzige Land, in dem nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Juden lebten als vor dem Zweiten Weltkrieg. Dänemark, die alle auch die jüdische Bevölkerung geschützt haben, indem sie sie nach Schweden gebracht haben und so weiter, sind andere Beispiele. Es gibt außerdem sehr viele erfolgreiche gewaltfreie Aufstände. Zum Beispiel zwischen 1972 und 2002 wurden 67 autoritäre Regime beseitigt, davon mehr als 70% als Ergebnis gewaltloser Aufstände. Und es gibt etliche Beispiele, ich komme auf all diese Beispiele nachher nochmal näher zu sprechen, in denen es während Bürgerkriege in Gemeinschaften gelang, ihre Lebensweise trotz einer Besatzung durch eine oder andere der Bürgerkriegsparteien zu bewahren. Was ist also der Grundgedanke der sozialen Verteidigung? Der Grundgedanke der sozialen Verteidigung ist zum einen, das ist die abhaltende oder die präventive Wirkung. Der Gedanke ist, dass ein möglicher Aggressor oder Putschist sich von seinem Angriff, seinem Vorhaben abhalten lässt, sobald er erkennt, dass er die Ziele, die er mit dem Angriff verfolgt, nicht erreichen kann. Und zwar, weshalb kann er sie nicht erreichen? Weil die Bevölkerung die Zusammenarbeit mit ihm verweigern wird. Außerdem riskiert er internationalen Druck und die Stärkung von Protest in der eigenen Gesellschaft. Die sieht, weil wenn eine Seite keine Gewalt anwendet und nur die andere, dann ist es relativ klar, auch für die breite Öffentlichkeit, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Viel mehr als in Kriegen, wo sehr schnell beide oder alle Seiten sich als die Angegriffenen sehen und verstehen und fühlen. Funktioniert diese Abhaltung nicht und es kommt trotzdem zu einem Angriff, dann ist die Grundidee der sozialen Verteidigung, dass nicht die Grenzen verteidigt werden, sondern die eigene Lebensweise und die eigenen Institutionen, also das gesamte soziale Gefüge der Gesellschaft. Das heißt, man nimmt hin, dass Truppen ins Land kommen, aber sie erreichen dann ihr Ziel nicht, weil die Bevölkerung, die sie braucht für die meisten der Ziele eines militärischen Angriffs, sei es, dass man ein anderes Regime errichten will oder sei es, dass man das Land wirtschaftlich ausbeuten will. Dafür braucht man jeweils die Menschen in dem Land und diese Mitarbeit, die wird verweigert. Der Grundgedanke, der dahinter steht, ist, dass die Macht vom Volk kommt. Das ist eine ganz alte Theorie der Demokratie, die schon vor Jahrhunderten, im 16. Jahrhundert, entwickelt wurde von jemand namens Étienne de Laboétie. Der Grundgedanke ist, dass wenn den Herrschenden die Zustimmung zu ihrer Herrschaft entzogen wird, dass sie dann letztlich machtlos sind. Also die Macht kommt vom Volk, steht auch in manchen Grundgesetzen Erklärungen, das wird wörtlich genommen und gesagt, ja, letztendlich, also die Regierung kann sich nicht ein anderes Volk wählen. Gene Sharps bahnbrechendes Werk über gewaltfreie Aktion aus den 70er Jahren beruht auf dieser Annahme, also dieser Erkenntnis, dass die Macht vom Volk kommt. Was sind so die wichtigsten Methoden? Ich werde nachher noch gleich einige Beispiele geben, aber erstmal einmal kurz zu skizzieren, was sind die Methoden? Gene Sharp hat sie in drei Kategorien eingeteilt. Das erste sind Methoden, die der Schaffung und Stärkung des Zusammenhalts dienen. Die zweiten Methoden, die das Konfliktverhalten ändern. Und die dritten
springen wir kurz zurück, Methoden, die die gegnerische Partei von ihren Zielen abzubringen suchen. Zusammenhalt der Aktiven, das sind oftmals einfach auch symbolische Dinge. Zum Beispiel, um ein Beispiel aus Belarus zu geben, also der Bund für soziale Verteidigung hat eine Partnerorganisation in Belarus, unser Haus, Nasztom, die dort in den, also sehr aktiv in dem Widerstand beteiligt sind. Und von daher werden Sie wahrscheinlich immer wieder mal von mir Beispiele aus Belarus jetzt auch bekommen. In Belarus ist ein solches Symbol die weiß-rote Fahne oder weiß-rote Farbe, weil die offizielle Landesfahne sieht anders aus. Und wer irgendwas mit weiß-rot am Körper trägt oder wie hier einen Traumfänger benutzt oder wie die Dame unten eine Weste in den Farben, das ist, zeigt automatisch, ich bin gegen die Diktatur, ich gehöre der Opposition an. Das sind so kleine Dinge, die alleine verändern natürlich oder führen nicht dazu, dass ein Diktator gestürzt wird, aber sie zeigen Menschen, ich bin nicht alleine. Und das ist eine ganz wichtige Sache bei allen Formen von Widerstand zu sehen. Man fühlt sich sehr schnell isoliert, wenn man nicht sieht, dass andere Menschen genauso denken wie man selber. Außerdem ist es natürlich auch eine Nachricht an die Sicherheitskräfte und an die Regierung, dass es diese Opposition gibt. Methoden, die das Konfliktverhalten ändern und besonders den Gegner daran hindern, Gewalt anzuwenden, das ist ein ganz komplexes Thema. Wie kann man das machen? Gewaltfreie Aktion geht nicht davon aus, dass man selber, weil man selber gewaltlos ist, nicht doch auch Gewalt erleidet, und man wird eigentlich in allen gewaltfreien Aufständen Momente finden, wo Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt, manchmal auch mit tödlicher Gewalt, gegen die Protestierenden vorgegangen sind. Trotzdem muss, zum einen muss man sagen, es ist trotzdem meistens geringeres Maß an Gewalt oder auch weniger Opfer als bei bewaffneten Konflikt. Und zum anderen gibt es halt doch verschiedene Strategien, Ansätze, was man tun kann, um diese Gewalt noch weiter zu mindern. Also zum Beispiel gehört dazu das Ansprechen der Sicherheitskräfte und sie zu überzeugen, dass man sie als Menschen sieht, sie mit ihnen zu reden. Oftmals gibt es viele Geschichten, zum Beispiel von älteren Frauen, die zu jungen Soldaten sagen, du könntest mein Sohn sein, was machst du hier oder sowas. Und das hat schon manchmal mehr, mag naiv klingen, hat aber manchmal doch recht viel Erfolg. Methoden, die den gegnerischen Partei von ihren Zielen abzubringen suchen, da gibt es verschiedene Ansätze. Also es gibt natürlich den Generalstreik oder einfach die Weigerung, zur Arbeit zu gehen. Es gibt einen Ansatz, was von Theodor Ebert, also diesem deutschen Friedensforscher, der sich zur sozialen Verteidigung, also dazu gearbeitet hat, geprägt hat, die dynamische Weiterarbeit ohne Kollaboration, nannte er das. Das war so die Vorstellung, solche Leute in den Behörden gehen an ihren Arbeitsplatz, aber in dem Moment, wo niemand mit einem Gewehr hinter ihnen steht, in dem Moment befolgen sie die Anweisungen nicht oder tun das Gegenteil. Und sobald wieder jemand mit einem Gewehr im Raum ist, dann tun sie so, als ob sie dem Befehl gehorchen. Und das Dritte ist natürlich der Aufbau konstruktiver Alternativen zu Institutionen. Da ist ein gutes Beispiel, denke ich, der zivile Widerstand im Kosovo, den es in den frühen 90er Jahren gegeben hat, bevor es dann umgeschlagen ist zum Bürgerkrieg, so circa 96, 97. Da gab es kaum Proteste oder öffentliche, also Aktionen auf der Straße, weil die Führung des Widerstands, zu Recht muss man im Nachhinein sagen, fürchtete, dass das serbische Militär und Polizei zum massiven Eingreifen verleiten würde, sondern stattdessen baute man ein alternatives Schulwesen auf, das auf Albanisch die Kinder unterrichtete. Man baute alternatives Gesundheitssystem auf und man führte Wahlen durch und hatte eine für die Bevölkerung legitime Regierung im Lande. Das wären solche konstruktiven Alternativen als Beispiele. Zum Konzept, um es einfach nur einmal zu erwähnen, und ich will da nicht weiter darauf eingehen. In den 70er und 80er Jahren gab es auch verschiedene Vorschläge zur Kombination von sozialer Verteidigung und militärischer Verteidigung. Zum Beispiel die Vorstellung, also die Städte werden auf jeden Fall nicht verteidigt, aber auf dem Land gibt es verschiedene Formen
des militärischen Widerstandes. Andere hatten eher so Phasenmodelle im Kopf, dass sie sagten, erstmal militärisch und wenn das versagt, dann gewaltfrei. Das ist sicherlich jetzt vielleicht auch ein Punkt für die Diskussion, weil es auch jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg solche Vorstellungen oder Ideen gibt. Es gab aber auch immer einige Argumente dagegen, weil gesagt wurde, und ich selber gehöre auch eher den Kritikerinnen und Kritikern an, es gesagt wurde, der gewaltfreie Widerstand beruht auf so unterschiedlichen Prinzipien, dass das beides eigentlich nicht zusammenpasst. Aber das ist vielleicht ein Punkt für die Diskussion. Wichtig ist natürlich auch internationale Unterstützung, also Sanktionen, Unterstützung der sich Verteidigenden, Aufnahme von Geflüchteten, auch von Deserteuren. Das ist auch jetzt gerade in Bezug auf den Ukraine-Krieg ganz wichtig, dass Menschen, die sich dem Wehrdienst entziehen, aus Russland, aus Belarus und auch aus der Ukraine Aufnahme in Drittländern finden. Da gibt es viele, viele Tausende, die das im Moment versuchen, diesem Krieg zu entgehen. Natürlich Unterstützung beim Finden einer Konfliktlösung und das Ganze, was so mit Informationsarbeit zu tun hat. Bei sozialer Verteidigung, also bei, wenn wir über internationale Angriffe reden, spielt das nicht so eine Rolle, aber bei gewaltfreien Aufständen, da muss man allerdings auch vorsichtig sein, weil internationale Unterstützung manchmal auch diejenigen, die sich, die einen Umschutz suchen, delegitimieren kann. Das heißt also, dass sie ihnen vorgeworfen wird, ihr seid ja nur der Arm des CIA oder umgekehrt Russlands oder wem auch immer. Insofern da das Thema, also wie kann man aufständische, gewaltfreie Aufständische unterstützen, ohne dass es nach hinten losgeht, ist schon auch noch ein Thema so bei denjenigen, die sich mit zivilem Widerstand, gewaltfreien Aufständen beschäftigen. Ich komme jetzt so zu den Beispielen, um einfach so einen Eindruck zu geben, wie vielfältig so die Bereiche sind, wo wir auch Beispiele für soziale Verteidigung finden können. Als Vorbemerkung muss ich aber auch direkt dazu sagen, wenn es um internationalen Angriff geht, also um das Szenario Russland in der Ukraine, was wir im Moment haben, da gibt es oder ist mir zumindest kein Beispiel bekannt, wo soziale Verteidigung erfolgreich vorbereitet worden wäre und dann praktiziert worden wäre. Es gibt Beispiele, wo es versucht wurde. Es gibt Beispiele für spontanen gewaltfreien Widerstand, übrigens auch in der Ukraine sehen, was ja heute auch gerade. Aber so diese Idee, wir bereiten soziale Verteidigung vor und wenn ein internationaler Angreifer kommt, dann führen wir sie durch. Da haben wir nicht so viele Beispiele, aber wir haben unheimlich viele Beispiele aus anderen Szenarien, die, denke ich, recht überzeugend zeigen können, dass gewaltfreier Widerstand erfolgreich sein kann. Ich habe sie mal versucht zu kategorisieren in Invasion von außen oder Besatzung, in Szenario Bürgerkrieg, Putsche, hatte ich schon erwähnt, tauchen auch immer in den Definitionen als ein mögliches Szenario auf und gewaltfreie Aufstände. Invasion. Es ist das klassische Beispiel, das auch in der Literatur in den 70er, 80er Jahren von der sozialen Verteidigung immer die wichtigste Rolle gespielt hat oder eine der wichtigsten Rollen gespielt hat, ist Prag 1968. Ganz kurz, es gab in 67, ja, ungefähr so 67 Versuche einer vorsichtigen Demokratisierung, der sogenannte Prager Frühling unter Dubček, der endete damit, dass die Truppen der anderen Länder des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei anmarschierten, um diesen Prager Frühling zu beenden. Die Regierung hat auf militärischen Widerstand verzichtet. Und die Bevölkerung hat sich durch vielfältige Aktionen gewaltfreien Widerstands oder zivilen Widerstands gegen die Invasion gewehrt. Es gab vereinzelt auch Gewalttaten, wie immer auch bei gewaltfreien Aufständen. Auch ansonsten ist es aber so, dass die überwiegende Form des Widerstands gewaltlos war. Und viele der Beispiele, was da versucht wurde, daran denken Menschen bis heute. Es waren also 10, also auf den
die Panzer auf den Straßen, die umringt wurden von der Bevölkerung, Leute, die den Soldaten einzelne Blumen gegeben haben, Straßenschilder wurden umgedreht, dass die Panzer in die Irre fuhren. Damals gab es noch kein Google Maps und Co. Das konnte, war also durchaus wirksam, wenn man nicht mehr die sieht, wo man hin will und so weiter und so fort. Nach 5 Tagen war es allerdings dann, endete es damit, dass der Regierungschef Dutschek und andere Regierungsmitglieder nach Moskau gebracht wurden und dort dann nach wenigen Tagen, also unter Druck gesetzt wurden und nach wenigen Tagen dann den sowjetischen Forderungen nachgaben. Insofern war kein Erfolg, aber trotzdem ein Beispiel, welchen großen Eindruck gewaltfreier Widerstand machen kann. Das sind einfach nur mal so ein paar Bilder. Ich habe leider nicht wirklich gute freie Bilder gefunden, aber das ist, wenn man mal noch Fotos googelt, könnt sie hier sehen, wird man dann doch auch recht viele Aufnahmen aus der Zeit finden können im Internet. Ein weiteres Beispiel noch weiter zurück zum Thema Besatzung ist der Ruhrkampf. Der Ruhrkampf war 1923 vorrangig mit zivilen Mitteln geführt, auch nicht ausschließlich. Es gab auch Anschläge auf Bahnlinien und Ähnliches. Der Grund war, dass französische und belgische Truppen die Region besetzt hatten, um Reparationen für den Ersten Weltkrieg einzuziehen, nachdem Deutschland seine Zahlungen nicht mehr nachkam. Die Regierung rief zu passivem Widerstand, wie übrigens so ziviler Widerstand früher oft und gern genannt wurde, auf. Es war vor allem Streik der Arbeiter und auch der Mitarbeiter und Mitarbeiter der Behörden. Nach knapp 9 Monaten, also Widerstand wurde dann immer schwächer, wurde nach 9 Monaten letztendlich dann aus Berlin abgebrochen. Es folgten dann aber Verhandlungen, die zum Rückzug von Frankreich und Belgien führten und das Ruhrgebiet wurde dann wieder Teil Deutschlands. Also insofern war der Ruhrkampf letztlich durchaus erfolgreich, auch wenn es erstmal zwischendurch, wenn man nach 9 Monaten Menschen gefragt hätte, hätten sie natürlich gesagt, nein, war nicht erfolgreich. Aber man sieht manchmal, solche Erfolge kommen dann auch mit etwas zeitlicher Verzögerung. Interessant auch zum Thema internationale Konflikte ist die ist, dass in den drei baltischen Ländern, also Litauen, Lettland und Estland, es Sicherheitskonzepte gibt, die soziale Verteidigung als ein Element haben. Allerdings als ein Element in einer totalen Verteidigung, in der auch ein einheimisches Militär und vor allem auch die Unterstützung und der Schutz durch die NATO eine Rolle spielt. Da ist eher der Gedanke, also es ist auch so eher ein Phasenmodell, ja, das ist im Grunde ein sehr, sehr gemischtes Modell. Der Grundgedanke ist, wir sind Teil der NATO und die NATO wird uns letztendlich verteidigen gegen einen Angriff Russlands. Aber wir wissen auch, die NATO braucht ein paar Wochen, bis sie sich organisiert hat. Und diese Wochen müssen wir überbrücken. Und für diese Überbrückung haben wir zum einen unser eigenes Militär, von dem wir wissen, es kann das russische Heer nicht aufhalten. Aber wir haben eben auch soziale Verteidigung, gewaltfreien Widerstand, zivilen Widerstand, um bewirken, dass die Besatzung nicht erfolgreich ist. Es gibt da eine Publikation dazu von dem ICNC, dem International Center for Nonviolent Conflict, die das ganz gut auch beschreibt, Civilian-Based Resistance in the Baltic States. Also wer sich mit Englisch anfreunden kann und mag, dem sei das einfach empfohlen, auch mal nachzulesen. Und natürlich auch, Ukraine, um das auch direkt zu erwähnen, Ukraine hat natürlich sich für militärischen Widerstand entschieden, aber das Land hat auch zweimal schon Präsidenten oder die Bevölkerung hat zweimal schon Präsidenten gestürzt durch Volksaufstände und man kann auch bis heute sehen, dass es immer wieder zivilen Widerstand gegen den russischen Angriff gab, dass Menschen versuchten, Panzer zu stoppen, Kooperationen zu verweigern, dass Menschen russische Truppen vor einem AKW blockierten. Und wir haben auch nicht nur in der Ukraine, sondern vor allem auch in Belarus und in Russland sehr viele Menschen, die versuchen, dem Wehrdienst zu entgehen. Was auch, denke ich, immer ein Teil ist auch von gewaltfreiem Widerstand. Bürgerkrieg, also damit verlasse ich jetzt so das Szenario internationaler Konflikt. Bürgerkrieg ist
insofern eine etwas andere Situation, als dass es halt Kriegsparteien innerhalb eines Landes gibt. Das ist eine Definition. Und es gibt eine sehr interessante Studie von zwei Autorinnen aus den USA, Mary B. Anderson und Marshall Wallace, vielleicht in Klammern, wer so sich mit Entwicklungszusammenarbeit mal beschäftigt hat. Mary B. Anderson ist die Frau, die auch das Do-No-Harm-Konzept in die Welt gesetzt hat, was heute eigentlich eine Grundregel für alle international tätigen Organisationen der humanitären Hilfe ist. Sie haben in einem Projekt verschiedene, also insgesamt sind es 13 Beispiele untersucht, wo sich Gemeinschaften erfolgreich dagegen gewehrt haben, in einen Krieg, der um sie herum tobte, einbezogen zu werden. Die Studie, also es gibt 5 Fälle, sind näher ausgearbeitet worden. Andere werden eher nur kürzer beschrieben. Dazu gehören zum Beispiel ein Volk, die Jagori in Afghanistan, wo die sich, also in der Zeit, das war noch in der russischen Besetzung, also nicht nach 2001, wo die NATO kam, sondern davor war ja auch Russland bzw. die Sowjetunion in Afghanistan gewesen. Die Taliban befanden sich auf dem Vormarsch und die Jagori, was sie getan haben, war, dass sie zwar hingenommen haben, dass die Taliban in ihre Gemeinschaften kamen, haben aber mit ihnen verhandelt und es erreicht, dass sie ihre Lebensweise beibehalten konnten. Also sie konnten ihre Schulen offen lassen, sie konnten weiter ihre Moscheen nutzen. Also die Taliban haben ja auch viele gemäßigte Moscheen oder Moscheen, die der falschen islamischen Ausrichtung angehörten, geschlossen oder zerstört. Das ist da nicht passiert, sondern sie konnten eigentlich so weiterleben wie vorher, obwohl sie besetzt waren. Die anderen Beispiele sind ähnlicher Art. Also es ist eigentlich die Folgerung aus dieser Studie ist, dass man hat die Kämpfe, die vorher, schon vorher existierenden Netzwerke genutzt, um zu zeigen, also man meint es ernst. Man hat mit allen Seiten verhandelt. Man hat zugelassen, dass man besetzt wurde. Also es war so eine Art Prinzip der offenen Tür. Aber man hat eher versucht, entweder bewaffnete Gruppen so mit zu kooptieren, das heißt also irgendwie mit einzubeziehen, zu gewinnen, auf die eigene Seite zu bringen oder teilweise auch sie auszutricksen. Zum Beispiel haben die Musliminnen in Ruanda öfters behauptet, sie hätten, also wenn dann die marodierenden Trupps da mit ihren Gewehren oder Macheten ankamen, dann haben sie gesagt, ja, wir haben unsere Nachbarn schon umgebracht, das haben wir schon für euch erledigt. Stattdessen hatten sie sie einfach versteckt und hinterher kamen sie wieder aus dem Versteck raus. Sie haben viele tausend Menschen auf die Weise das Leben gerettet. Eine Strategie, die am wenigsten erfolgreich war, war der direkte offene Widerstand gegen die bewaffneten Gruppen, also die eine direkte Konfrontation, die hat am ehesten, war am ehesten gescheitert. Weiterer Putsch, wieder nochmal ein klassisches altes Beispiel, wäre der Kapp-Putsch von 1920. Also Reichsleute, die eher dem alten System angehörten, wollten die junge Weimarer Republik beseitigen. Es gab erstmal vor allem einen Generalstreik der also von praktisch der gesamten Bevölkerung, einschließlich des Deutschen Beamtenbunds, der eher auch selber ja, der konservativen Richtung angehörte. Und letztendlich nach 5 Tagen war der Putsch gescheitert. Es gibt natürlich für Putsche auch sehr viele andere Beispiele. Ich kann sie nicht alle nennen. Russland 91 und Myanmar 2021. Ziviler Widerstand allgemein oder gewaltfreie Aufstände oder gewaltfreie Revolutionen oder gewaltfreier Widerstand. Also wie gesagt, die Begrifflichkeiten sind unterschiedlich. Sie wurden untersucht von einer Studie, die wahrscheinlich viele von Ihnen euch schon mal gehört haben, weil wir sie immer gerne wieder zitieren, wer sich für Gewaltfreiheit interessiert. Das ist eine vergleichende Studie von gewaltsamen und gewaltlosen Widerstand zwischen 1900 und 2006. Und die Studie hat ergeben, es gibt dann eine Datenbank in den USA, die solche Aufstände dokumentiert. Das Ergebnis des Vergleichs war, dass die Gewaltfreien zweimal so erfolgreich waren als die Gewaltsamen und gerade so in den letzten
Dekaden, so ab 1970 im Grunde, kann man sehen, dass also die Zahlen sowohl absolut zunahmen, aber auch dann vor allem 2000 bis 2006 die gewaltfreien, also die große Mehrzahl auch der Fälle ausmachten. Es gibt dieser unheimlich viel, also es wird dann manchmal auch so bei Vorträgen gefragt, ja, was war es denn, welche gibt es denn alle? Wie gesagt, man kann jetzt nicht alle aufnennen, aber es war so eine Phase in den 70er Jahren mit Griechenland, Spanien, Portugal, Iran, Philippinen, 86 der Sturz von Marcos, der auch relativ bekannt ist vielleicht, späten 80er Jahre der Umbruch in Osteuropa, Aufstand DDR, kurz danach die singenden Revolutionen in den drei baltischen Ländern, die sich von Russland abspalteten. Dann der gewaltfreie Widerstand im Kosovo, hatte ich schon erwähnt. In den 2000er Jahren auch wieder in Osteuropa, Aufstände in Serbien und einigen post-sowjetischen Ländern, Georgien 2003, Ukraine 2004, Kirgisien 2005. 2011 Arabellion, also, oder arabische Frühling, der allerdings nur in Tunesien, muss man sagen, längerfristig erfolgreich war. In Ägypten gab es ja dann sehr schnell einen Pushback mit einer neuen, eher sehr autoritären Regierung. Und dann kommen wir auch so zu den jüngeren Beispielen, allerdings auch dann eher auch mit Beispielen, die nicht so erfolgreich waren. Also Türkei, der Aufstand, Gezi-Park 2013, Ukraine 2013-14 mit dem Maidan, der Aufstand, der erstmal insofern erfolgreich war, aber eben dann doch auch die Wurzeln gelegt hat für den Krieg, den wir jetzt sehen. Hongkong 2014, Sudan 2018-19. Und 2020 der Protest in Belarus gegen die gefälschten Präsidentschaftswahlen. Widerstand, der im Prinzip auch immer noch weitergeht, aber auch nicht mehr die Massen auf die Straße bringen kann. Das hier ist ein Foto von aus Minsk, von also aus Belarus. Man muss auch sagen, also was Erfolg und Misserfolg angeht, das muss man auch ansprechen, dass die Erfolgsrate von gewaltfreiem Widerstand in den letzten 10 Jahren eher gesunken ist. Allerdings im Vergleich zu den Gewaltsamen hat sich wenig verändert. Also bei den Gewaltsamen waren es weniger als 9%, die erfolgreich waren. Bei den gewaltfreien Revolutionen weniger als 34%. Das stammt aus einer anderen Studie von Erika Chenoweth aus dem letzten Jahr von 2021. Es gibt verschiedene Erklärungsversuche dafür, dass die Beteiligungen abgenommen haben, dass zu sehr auf die Methode von Massendemonstrationen allein gesetzt wurde, dass so digitaler Aktivismus nicht so effektiv ist und leichter unterwandert werden kann, dass es mehr Gewalt oder mehr sogenannte gewaltsame Ränder gibt, also Gewalt, die neben dem zivilen Widerstand passiert, was der Gegner stets ausnutzen kann. Und dann natürlich auch sowas, dass es ausgeklügeltere Repressionsmethoden und Einstellen auf zivilen Widerstand durch die Herrschenden gibt. Das sind hier so ein paar Punkte dafür, was das bedeutet. Ich glaube, das ist auch für diese, das sind alles Untersuchungen, die jetzt nicht den Begriff soziale Verteidigung benutzen, sondern sich auch eben mehr auf Aufstände und so etwas beziehen. Und trotzdem, glaube ich, sind das auch Lehren, die auch sehr wichtig sind, wenn wir darüber nachdenken wollen, wie könnte soziale Verteidigung heute aussehen. Denn die alten Konzepte der sozialen Verteidigung waren insofern vielleicht ein bisschen naiv, dass sie praktisch annahmen, die andere Seite wäre davon völlig überrascht, wie es Prag 68, Moskau und die anderen Länder waren total überrascht, als sie zivilen Widerstand fanden. Kaputsch, Urkampf und so weiter, alle waren völlig erstaunt, was denn da sich eigentlich abspielt, wieso Menschen keine Waffengewalt anwenden und trotzdem ihnen nicht gehorchen. Das ist heute anders. Heute treffen sich die Diktatoren aller Welt sehr gerne zu verschiedenen Gipfeltreffen. Wir sehen da auf dem Bild unten rechts ein paar der eindeutigen Verdächtigen versammelt. Und tauschen sich auch aus über die Methoden, wie man zivilen Widerstand brechen kann. Natürlich, das bedeutet nicht, dass ziviler Widerstand unmöglich ist. Das bedeutet nur, man muss sich klar sein, welche Methoden die Regierungen heute einsetzen und wie man ihnen wiederum begegnen kann. Dass man, also es ist ja letztendlich, also schon Gene Sharp hat von Jiu-Jitsu gesprochen als
so dem Bild von dem, was da passiert bei zivilem Widerstand. Und das ist letztendlich, was wir halt auch brauchen. Wir brauchen auch wieder neue Strategien und Menschen sind auch sehr erfinderisch dabei, solche neuen Strategien einzusetzen. Um zum Ende zu kommen, so Themen, also eben die Fragen heute, was heißt es für heute, was brauchen wir jetzt? Wie gesagt, es gibt kein Beispiel für die erfolgreiche Abwehr eines internationalen Angriffs, aber sehr viele Erfolgsbeispiele für andere Situationen. Insofern denke ich, kann man auch sagen, ja, es müsste oder könnte auch funktionieren beim internationalen Angriff. Gewaltfreier Widerstand kann ja erfolgreich sein. Und selbst wenn er scheitert, militärische Verteidigung kann genauso scheitern. Also wir haben zwar heute das Bild, dass bei Kriegen mehr Kriege durch Verhandlungen beendet werden als durch den Sieg einer Seite. Das war früher mal anders. Aber trotzdem haben wir auch heute Beispiele, wo ein Krieg mit dem Sieg der einen Seite endet. Aber wenn militärische Verteidigung gescheitert ist, dann haben wir letztendlich ein zerstörtes Land, sehr viele Menschen, die nicht mehr leben, sehr viel mehr Menschen, die traumatisiert sind, die physische Zerstörung und so weiter und so fort. Während bei gewaltfreiem Widerstand die Zahl der Opfer voraussichtlich geringer ist, Zerstörung eher vermieden worden ist und damit die Chancen der späteren Wiederaufnahme des Widerstands unter günstigeren Voraussetzungen durchaus da ist. Also wir haben etliche Länder, wo man beobachten kann, dass es schon mal Phasen gab von gewaltfreiem Widerstand, die erstmal nicht erfolgreich waren. Man denkt auch Polen, Solidarność und etliche Jahre später geht es dann doch. Es ist beim militärischen, bei einem Krieg sehr, sehr viel schwieriger. Wir brauchen, wie gesagt, eine konzeptionelle Anpassung an die moderne Form der Kriegsführung. Und wir müssen, also wenn wir darüber reden, soziale Verteidigung einführen zu wollen, die Frage beantworten, wie können wir den Glauben überwinden, dass Militär das letzte Mittel ist, dass in dem Moment, wo ein Angriff erfolgt, man sich auf jeden Fall mit militärischer Gewalt verteidigen muss. Kann soziale Verteidigung eine abschreckende oder abhaltende Wirkung entfalten? Sind Menschen bereit zur sozialen Verteidigung? Was sind die Grenzen? Gibt es andere Grenzen bei bestimmten Szenarien? Also wenn zum Beispiel es nur um Rohstoffe gibt, was ist mit dem Mix mit militärischer Verteidigung? Das sind unter anderem alles so Fragen, wo ich glaube, da stehen wir auch noch ein Stück weit mitten in der Diskussion. Da kann man wenig Ergebnisse präsentieren. Aber ich glaube, es lohnt sich, daran weiterzuarbeiten und darüber nachzudenken. Ja, noch ein bisschen der Werbeblock ganz am Abschluss. Auf unserer Webseite finden, haben wir unter anderem gesammelt auch Quellen zu zivilen Widerstand gegen den Krieg in der Ukraine, alles, was uns so in die Hände fällt und natürlich auch zur sozialen Verteidigung, auch mit Quellen, wo man nachlesen kann, wen es interessiert ist, weiter zu verfolgen. Damit möchte ich den Kurzgewaltritt durch dieses Thema auch beenden und danke für die Geduld. Ich sehe, dass im Chat viel passiert ist, das konnte ich jetzt nicht verfolgen, aber ich beende jetzt die Freigabe und übergebe dann an Wolfgang Nick als Moderator. Danke.